Yo, hallöchen Freunde und herzlich willkommen zum Stream. So, ich war mal ganz kurz hier leiser. Ich bin mal wieder wie jedes Mal auf die letzte Sekunde hier. So, ein bisschen leiser, Kopfhörer ran. So, erstmal hallöchen an Asylant, an Yannick Gurke, an Hinokami, an Hakim Ruini und an Asylant und natürlich an Hinokami. Willkommen im Stream, schön, dass ihr da seid. So, mal gucken, ist mein Bild eigentlich zu klein? Ja, ein bisschen zu klein ist das, wa? Ich mach das mal ein bisschen größer. So, wie geht's euch alle? Ich hoffe, die Woche habt ihr gut überstanden. Morgen ist der Feiertag, habt ihr alle frei, oder? Alles, hi, alles klärchen. Yo, Hakim, cool, dass du da bist. Hi, Yannick, cool, dass du da bist. Hi, Hinokami, geil, dass du da bist. Und ABCD, servus, cool, dass du auch am Start bist. So, ich mach mal kurz mein Zigarettchen an und mach mal kurz hier meine Kopfhörer rauf. Dann kann ich nämlich besser hören und ich kann besser verstehen. So, dann machen wir mal leiser. So. So, wie geht's euch übrigens? Alles gut bei euch? Übrigens? Oh, wartet mal, ich glaube, ich brauche übrigens ein neues Headset. Ich guck mal ganz kurz ein neues Headset, Freunde, das ist irgendwie scheiße. Bis gleich. Ich nehme mal meins von meinem Samsung Galaxy S7 Edge. Das ist besser, weil ich habe hier so ein Billigteil für 5 Euro habe ich das gekauft, ey. Oben am Bahnhof, Busbahnhof Tegel. Totaler Schrott. Nock, servus, bei uns Gewitter. Was, echt, bei euch ist Gewitter? Bei uns ist schön. Bei uns hat es gestern so ein bisschen gewittert in Berlin. So ein bisschen, aber jetzt ist schön. Es wird immer wärmer gerade. Morgen soll es ja richtig geiles Wetter werden. Und was das Beste ist, morgen ist Feiertag. Das bedeutet, ihr habt ja alle frei, wa? Ich dachte am Donnerstag streamen. Ja, ist ja auch Stream, aber heute ist spontan Stream. Das ist so bei mir ab und zu mal so. Da ist mir langweilig und ich habe Bock zu streamen, weißt du? Und dann gehe ich einfach auf Sendung und zocke ein bisschen was. So, erstmal, ey, das ganze Ding ist verwirrt und verwirrt. So, dann einmal links und einmal rechts. So, dass ich auch ein bisschen was höre. So, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Cool, dass alle da seid. Wir machen jetzt direkt mal, wir fangen direkt mal an, würde ich sagen. Habt ihr denn Bock auf das Spiel Prey? Kennt ihr das? Das habe ich jetzt angefangen zu Let's Playen vor 2 Tagen, oder nein, gestern. Das ist ein ziemlich geiles Teil und da wollte ich eventuell im Stream weiterspielen, beziehungsweise von vorne natürlich anfangen. Bin übrigens Deathgrat, falls du dir das was sagt. Natürlich Deathgrat. Ich kenne dich, du bist ja schon länger dabei. Stimmt, Deathgrat sagt mir was. Ach, du bist das, das wusste ich gar nicht.
wird heute Horror kommen. Auf jeden Fall. Horror immer. Ich hab immer Bock auf Horror. Können wir gerne machen. Ich habe auch das Slender. Ich habe zwei Slender-Teile übrigens. Slender The Arrival und Slender The Haunted. Oder so heißt das, glaube ich. Können wir gerne machen. Rolt, Rolt. Hallöchen. Rolt, Rolt. Cool, dass du da bist. Was wird heute gespielt? Was wir eigentlich wollen. Ihr könnt auch gerne abstimmen. Ich dachte, wir fangen vielleicht mit Prey an oder so. Und dann könnt ihr abstimmen. Ich habe so viele Spiele. Ich gehe jetzt mal an PC. Bin den ganzen Tag vor Fernseher. Alles klar, Yannick. Bis gleich am PC. Eyebrow. Moinsen, Eyebrow. Wie geht's dir? Du bist neu, wa? Cool, dass du da bist. Theresa Riegel. Cool, du bist auch wieder am Start. Das freut mich sehr. Theresa, du wirst ja zu einer Stammzuschauerin langsam. Das freut mich sehr. Finde ich voll geil, Theresa. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Beta Radio. Hey. Hallöchen. Ey, warte mal, ich überlege gerade, Beta Radio, dich kenne ich doch, oder? Du warst das letzte Mal, das erste Mal dabei, Beta, kann das sein? Beta Radio? Sag mir was. Slender ist geil, finde ich auch. Und ich habe beide Teile, ich zeige euch mal die Teile, die ich habe. Oder, beziehungsweise ich lese die mal kurz vor. Das ist einmal, Moment, auf der zweiten Festplatte. Ich gucke mal ganz kurz nach. S wie sick. einmal habe ich ganz normal Slenderman. Und dann habe ich Slender The Arrival. Und Slenderman Shadow habe ich auch. Das sind jetzt drei verschiedene Teile. Können wir gerne zocken. Wir können auch mit Slender anfangen. Oder mit Prey. Was ist euch lieber? Slay oder Bra Slay. Slender oder Prey? Ja, was gibt's heute? Genau, Theresa. Also, wir können anfangen mit Prey oder mit Slender. Was euch da lieber ist. Ich finde der Bray richtig geil. Ich habe das angefangen zu Let's Playen. Gibt es auch schon zwei, nein, ein Teil auf YouTube. Der zweite Teil kommt morgen. Richtig geiles Spiel, ey. Little Nightmares, genau. Achso, da warst du dabei. Stimmt, Peter. Ich erinnere mich. Da warst du zum ersten Mal. Das war vor 3 Wochen. Bray, okay. Würde ich auch sagen, Bray. Mach eine Abstimmung. Abstimmung mache ich, glaube ich, nachher, Asylant, oder? Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit Bray an. Und dann danach machen wir eine Abstimmung oder zwischendrin, wie ihr wollt. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich zeig euch das einfach mal. Das sieht nämlich wahnsinnig gut aus und ist richtig, richtig geil, wirklich. Und das hauen wir jetzt einfach mal kurz rein und ihr könnt dann in den Chat schreiben, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Aber ich glaube, ihr wollt das sehen. Das ist echt geil. Yo, Rexception! Yo, cool, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Wie geht's dir, Rexception? Ich hoffe, alles gut. Lädst du die Streams auch hoch danach auf YouTube eigentlich? Jetzt rollt, rollt dieser Stream, also wenn ich auf YouTube streame, dieser Stream, der wird automatisch auf YouTube bleiben. Aber auf Twitch ist es so, dass ich von Twitch dann exportieren muss, dieses Video. Aber wenn ich auf YouTube streame, das bleibt dann direkt auf YouTube. Ich muss es dann nur veröffentlichen sozusagen. Und das werde ich morgen dann veröffentlichen, morgen Mittag oder so. Diesen Stream hier. Ihr könnt euch den morgen nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Yo, Psycho in the House. Moin, Psycho. Ach, du bist Psycho, ja? Hast du einen neuen Namen? Wunderbar. Und wegen dir besser. Echt, ja? Das freut mich ja sehr. So, jetzt bin ich komplett da. Sehr schön, Hinokami. YouTube buggt bei mir. Echt, ja? Aber geht wieder jetzt. Einmal refreshen, dann müsste das laufen. So. Wie gesagt, ich glaube, Bray wird euch gefallen. Wenn nicht, wie gesagt, wir machen eh eine Abstimmung nachher. Im Chat. Schreibt einfach rein, ob ihr es sehen wollt oder nicht, aber ich glaube, ihr wollt das sehen. Das ist nämlich echt geil. So, ich starte mal das Game und wir spielen es natürlich von vorne, weil ich habe schon ein bisschen was Let's Played, ein bisschen was aufgenommen. Vorgestern morgens um 5. Ups, das ist das alte Bray. Das habe ich auch noch. Das verwechselt. Weißt du, wer das noch kennt? Das alte Bray von 2002 oder 3 oder so. Das habe ich jetzt aus Versehen gestartet. Das wollen wir nicht. Wollte letzten Stream eigentlich auch mitgucken, aber die Notification kam nicht. Ups, ich muss mal raus. Sorry, sorry, Leute. Das war das alte Bray. Ach so, ja, stimmt. Letzte Mal kam keine Notification. Ey, bei einigen Leuten letzte Woche kam keine Notification, obwohl ich es angekündigt hatte auf Steam und auf Facebook. Aber viele Leute haben das gar nicht bekommen. Das wundert mich. Heute habt ihr es bekommen, oder? Ich heiße auf YouTube anders als auf Twitch. Ah, vergesst, verstehe. Yo, King zu Buzzer, Hallöchen, wie geht's dir? Cool, dass du da bist. So, wo ist denn jetzt mein Bray, mein richtiges Bray? So, hier, einmal das, einmal das. Daniel. Da. So, da haben wir es doch. Ich starte es mal. Zack. Bin jetzt am PC, super.
Da müsste ich jetzt ja laufen. Worum geht es? Bei Bray, ich weiß es gar nicht so genau. Wir schauen uns jetzt direkt an von Anfang an mit dem Intro. Dann wisst ihr auch, um was es geht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, da ich es ganz kurz mal gezockt habe. Und aber wir schauen uns das Intro und so alles an, dann sehen wir gleich, um was es da geht. Aber macht einen sehr, sehr fett geilen Eindruck. Dann kommt, genau, Peter, komm doch in die Steam-Gruppe. Bist du herzlich eingeladen? Link ist unterm Stream. Boah, ist das laut! Ich mach gleich mal leiser das Spiel, sorry Leute. Yo, Jesus! Geil, dass du dabei bist. Sehr schön. Willkommen im Stream. Ich muss mal gleich leiser machen. Ah, ist das laut! Oh, ist das laut, Leute! Oh, kein Wunder, meine Kopfhörer waren auch bis zum Anschlag aufgedreht. Ey, Jesus, cool, dass du dabei bist. Freut mich sehr, dass du da bist. Ja, hab ich. Ach so, wegen der Steam. Bist du auch in der Steam-Gruppe, Hakim? Ja? Ich glaub schon, wa? Cool. Pass auf die Tassen auf. Playthrough ist da. Dubstep. So, ich mach mal ganz kurz leiser. Das ist so laut. Boah, die Musik ist auch geil in dem Spiel. Komm, wir machen mal alles so auf die Hälfte, bis auf die Musik. Die machen wir mal ein bisschen leise, dass ihr mich auch hören könnt. So, und was ich auch sagen wollte, Grafik natürlich alles auf dem höchsten. Zeige ich euch mal hier. Alles auf dem höchsten und es läuft mit 170 FPS oder so. Das Spiel ist total krass, ey. Richtig gut programmiert. Finde das alte Bray besser wie das neue. Das alte ist super geil. Wie gesagt, das neue habe ich nicht viel gespielt. Nun, wir schauen uns jetzt einfach mal an, ja? Wir fangen jetzt einfach mal an. Hier mit einem leeren Speicherstand. Und dann sehen wir auch, komm, wir machen mal leicht, dass wir es einfach schnell durchzocken können. Frau oder Mann? Mann, komm. Die Männer sind stärker, aber die Frauen haben manchmal ein bisschen mehr im Kopf. Frauen sind taktischer, Männer sind stärker. Wofür steht das? Theresa, was ist das? Meinst du diesen Schraubenschlüssel? Ist das ein neuer Emote? Oder den kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Der steht wahrscheinlich dafür, einrichten. Ich muss kurz irgendwas einstellen oder so. Ach so, du meinst das links am Namen, nicht das, den Emote, sondern links. Das ist Mod. Das sind die Moderatoren bei mir. Wenn die so einen Schraubenschlüssel links neben Chatname haben, neben Benutzername haben. Das ist Moderatoren. Ist das Spiel nicht auch so ein Mindfuck wie Little Nightmares? ein bisschen, glaube ich, aber nicht so krass, glaube ich. Es ist auf eine andere Art und Weise krass. Also, es macht einen sehr fettgeilen Eindruck. Werdet ihr gleich sehen. Geiler PC, hast du ihn selbst zusammengestellt? Ja, habe ich selber zusammengebaut. Das ist voll krass. Also, das Game läuft mit 170, 180, 200 FPS. Mir zeigt es die FPS hier links oben an. Euch glaube ich nicht. Ihr seht das, glaube ich, nicht. Das über Shadowplay läuft das. Hast du eigentlich mittlerweile den Führerschein gemacht? Nein, ich bin aber mittendrin. Ich habe angefangen. Rollt. Bin bald fertig. Ich will gucken, dass ich den im Sommer fertig kriege jetzt. Ich denke mal, so 3 Monate, 2 Monate, dann habe ich den fertig. Und Guten worum geht es Morgen, in dem Spiel? Morgen. Das ist Intro. Heute ist Montag, der Ich bin mal kurz leise. 15. März 2032. Dann wissen wir, um was es geht. So, erstmal aufstehen, aufwachen, morgens um 5 Uhr nachmittags, besser gesagt. So wie der Nock. Musste Nightbot in der Pause auch auf YouTube holen. Oh ja, stimmt, Yannick. Machen wir nachher. Danke für den Hinweis. Da sind die Straßen aber halt unsicher. Ja, wenn der Nock fährt. Oh, Vorbestellerbonus. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Eins noch? Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen. Morgan, wie in alten Zeiten. Okay. Also, wir sind aufgewacht. Und irgend so ein Arzt oder so meint, wir sollen unseren Anzug anziehen und dann zu ihm kommen. Er will irgendwelche Tests mit uns machen. Mehr weiß ich nicht bis jetzt. Aber das Spiel erklärt sich jetzt von selbst. Wir sind da ganz am Anfang. Gucke den Stream am Fernseher und schreib über Handy. Alles Klärchen. Super. Sehr schön. So, wir packen mal unseren Anzug ein. An. Und das sieht echt fett, richtig fett aus, das Spiel. Echt Hammer. Yo, Tom, moin. Geil, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Tom. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Tanzen. Juhu. Dance Party, Dance Party. Morgen haben wir ja alle frei, dann können wir ja tanzen, wa? So, wir gucken uns einfach mal hier um. Was geil ist hier in dem Spiel, kannst echt alles in die Hand nehmen und benutzen und wegwerfen und lesen und was weiß ich was. Alles?
Und schaut mal diese geile. Oh, habt ihr überhaupt ein Bild? Habt ihr ein Bild? Weil ich sehe auf YouTube gerade nichts. Da, auf YouTube ist es bei mir ein Standbild. Wäre cool, wenn ihr mal kurz reinschreiben könnt, ob ihr ein Bild habt. Weil sonst muss ich kurz irgendwas checken. Jo, alles fit. Das freut mich, Tom. Wie gesagt, den Chat sehe ich, aber wir haben ein Bild, ja? Okay, super, danke für die Rückmeldung. Komischerweise steht bei mir, habe ich ein Standbild bei YouTube. Ich sehe nur den Chat, aber ich habe ein Standbild. Doch, Bild ist da, alles super, wir haben ein Bild, wir haben ein Bild. Okay, danke für die Rückmeldung, Leute. Dann bin ich ja beruhigt. Wenn irgendwas ist mit Lautstärken oder irgendwas, schreibt es einfach in den Chat, dann regle ich das sofort anders. Wisst ihr ja. So, komm, wir gehen jetzt mal. Oh, einen Fisch nehmen. Können wir das nehmen? Benutzte Plastikschlauch, wieso nimmt er den nicht? F. Ich drücke die ganze Zeit auf F, aber er nimmt es nicht. Hä? Na gut, komm, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Arzt. Guten Morgen, Mr. Yu. Morgen. Hä? Ach da. Guten Morgen. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Diese Dinger können tückisch sein, wissen Sie? Ja, sehr tückisch. Okay, dann gehen wir doch mal aufs Dach zu unserem Helikopter, würde ich sagen. Hab Bild. Jo, alles klärchen. Super. Danke für die Rückmeldung. Noch musste Nightbot in der Pause auch auf YouTube holen. Ja, mache ich, Yannick. Habe ich vorhin schon gelesen und gesagt. Werde ich tun. Danke für die Rückmeldung, Yannick. So, dann gehen wir mal aufs Dach zu unserem Helikopter. Mal gucken, was passiert. Da steht er. Ich habe gerade 130 FPS. Das ist echt viel. Obwohl ich OBS anhabe und streame. Auf den allerhöchsten Einstellungen. Komm, wir gehen da mal rein. Let's fly away. Gleich haben wir eine richtig fette Aussicht über die Stadt. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Jo, die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Na, das ist doch schön. Geiler Sound. Und schöne Aussicht. Ey, was ist denn das für ein Ding da? Das ist hängen geblieben. Seht ihr das? Mit dem F nehmen. Irgendwie ein Glitch. Yo, NerdTV, moin! Cool, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Wie geht's dir, Nerd? Fahrstuhl der Zukunft. Absolut. Schöner Blick auf die Bucht. Ey, was sind das für Emotes-Beta? Die kenne ich gar nicht. Oder ist das eine Schrift? Was du da im Chat schreibst? Ey, mein Feuer geht nicht mehr. Oh, oh, Horror. Horror. Da muss ich, glaube ich, zum Toaster gehen jetzt jedes Mal. Geil, ging noch. Ansonsten Toaster geht auch. Durchgehend klarer Himmel. Alles voller Wolken. Genau. Achso, du meinst der Typ, den Typ da im Spiel. Hat er das gerade gesagt? Ja, muss durchgehen. Achso, stimmt, ja. Aber hier sind ziemlich viele Wolken, hast du recht. Mir geht's gut und hier? Mir geht's auch super, Nerd. Alles bestens. Ich dachte, wenn morgen alle frei haben, stream ich doch da mal spontan. Da wären wir, Mr. Hugh. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg! Da spiele ich auch. Spiele ich auf Steam. Achso, du stellst gerade den Bot ein, wa? Kann man das auch mit einer VR-Brille spielen? Theresa, das kann sein. Bin mir aber nicht sicher. Aber es könnte gut sein, doch? Kann man ja mittlerweile fast bei allen Hallo, neuen Games. Hallo, Dr. Yu. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Geil. Hallo, Wissenschaftsoperator. Und wohin müssen wir jetzt? Komm, wir gehen mal in den Fahrstuhl. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Ey, was soll das denn mit diesem... Das geht gar nicht mehr weg, seht ihr das? Mit diesem benutzten Plastikschlauch. Bestimmt nach der nächsten Zwischensequenz ist es weg. Hoffe ich doch mal. Hast du noch Kontakt mit Kilian? Auf jeden Fall, ja. Ich habe den auch eine Wohnung fast besorgen Endlich. Können. Dem Tanzi. Aber die wollte er, glaube ich, nicht. Wegen Internet war das zu schwach. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Auge rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich. Aber das ist typisch für die Use. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Danke, Yannick. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Okay. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen.
Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Okay. Also alles, hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Alles, was ich jetzt weiß, ist, dass wir aufgewacht sind und jetzt zu irgendwelchen Tests müssen. Und dann irgendwie später in Orbit können. Dr. Yu. Okay. Dann gehen wir mal weiter, oder? Zu diesem Testlabor oder was das sein soll. Hier. Hallo. Ich bin's, der Doc. Guten Morgen, Morgan. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Guten Morgen, Dienstag. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Grüß Sie miteinander. Glauben Sie mir, hallo, Sie Support. Werden das schon schaffen. Cool, dass du da bist. Wie geht's dir? Bereit? Alles gut? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Ja. Machen wir doch. Wunderbar. Deuten Sie den roten Knopf, um zu starten. Hm? Achso, den roten Knopf müssen wir noch drücken. Der ist hier. Das ist ja voll der Easy-Test, Leute, oder? Knopf drücken. Zack. Zack. Schnell. Fertig. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Versuchskaninchen. Genau, ich glaube, wir sind ein Versuchskaninchen. Raum B. Wir sind wirklich so ein Proband oder sowas, wa? Wir müssen verschiedene Tests hier machen. Scheint mal zumindest so. Also ich weiß es nicht. Zweiter Test. Der ist bestimmt auch voll easy. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Peter, viel Spaß. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. So wie Portal. Stimmt, ein bisschen. So, wir sollen uns verstecken. Wo sollen wir uns hier denn verstecken? Hinterm Stuhl, oder? Super versteckt. Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Aha. Hallo. Kuckuck. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Herr Support, wir sind aufgeregt. Tut mir leid, wir machen weiter morgen. Gerade, wir sind ganz am Anfang. Gehen Sie in Raum C. Warte, ich erzähl's dir gleich. Sie machen das toll. Wir sind aufgewacht und müssen jetzt irgendwelche Tests mit irgendwelchen Doktoren machen. Wir sind irgend so ein Proband. Mehr wissen wir bis jetzt auch nicht. Das ist ganz der Anfang vom Spiel. Aber wie gesagt, aufgewacht und wir müssen jetzt Tests machen. Und es war gerade unser zweiter Test und jetzt kommt der dritte Test. Also gut. Das war's. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tun Sie es einfach. Also den Knopf. Zum Starten den roten Knopf drücken. Du bist auch ein Versuchsobjekt, aber werde nicht spoilern. Okay, da bin ich mal gespannt. Okay, den blauen Knopf hier oder was? Nö. Ich glaube den und dann rüber und den Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ja, das Ding nervt mich. Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Dieses Plastik. Und alles war okay. Ich er ist doch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ich weiß. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ey, die Gesichter sehen echt gut aus, wa? So, letzter Test, Freunde. Gehen wir in Raum D. Ey, das Ding nervt voll. Hoffentlich geht das nachher weg, dieses benutzte Plastikschlauchteil da. Objekt benutzen, oder was? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Wenn jemand mit Absicht spoilert, dann setzen wir Sie sich an den Tisch, bitte. Ja, das wäre gut, Hinokami. Gute Idee. Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich Gute werde Idee. Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Okay. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Bin bereit. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben. Oder probieren Sie etwas Neues aus. Etwas Neues ausprobieren, oder? Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Ich würde sagen, wenn ich ehrlich bin, ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Ich würde nichts tun, weil Schicksal und so, ihr wisst ja, Leute. Nicht Ihr Problem, was? Richtig. Ich will ja keinen Menschen töten.
Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Nichts tun. Schicksal. Fast geschafft. Weil sonst würden wir ja jemanden umbringen. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an ein Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch was, das würde ihren Tod bedeuten. Den dickleibigen Mann stoßen, aufs Gleis springen, ja, wieder nichts tun. Also wenn ich ganz ehrlich sein würde. Sehr gut. Das ist ein Bug, war Tom, mit dem Plastikstoff. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... Wow. Ist das mein Kaffee? Wow, was seht ihr in dem Bild, Leute? Ich dachte es ja. Mein Gott! Sicherheit! Oh, wow, Sicherheit! Wow. Was? Wir sind auch tot, oder was? Der muss ja richtig dick sein, wenn der einen Zug stoppen kann. Der muss richtig fett sein. Batman! Der hat eine Masse wie ein Relaxo. Relaxo. Ey, sind wir tot? Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Guten Morgen, Morgan. Okay. Cooler Name. Wie Morgan Freeman. Oder bei das erinnert mich so ein bisschen an Half-Life 2. Guten Morgen, Viecher, die auf heute dem Kopf ist sind. Montag, der 15. März 2032. 2032. Und immer noch solche komischen Flatscreens. Da ist die Taste, von der ich dir berichtet habe. Welche Taste? Meinst du, Hino? ADR meine ich? Hey, scheiße, dass das Ding nicht mehr weggeht. Ich hoffe, das geht nachher weg. Komm, wir gehen erstmal in unseren Anzug. Oh, jetzt geht's, glaube ich, langsam los. Die Musik deutet schon mal auf irgendwas hin. Wir haben einen Vorbestellerbonus in dem Spiel, hieß es. Und das ist in unserem Büro. Aber das ist ja nicht unser Büro hier. Wo ist denn das? Komm, wir gehen mal hier raus. Das muss hier irgendwo sein. Oh, oh. Die Mechanikerin ist tot. Geil, das Ding ist weg, Leute. Juhu! Das blöde Zeichen da. Rohrzange? Geil, unsere erste Waffe. Hallo Morgan, wir sollten reden. Und das werfen wir jetzt da rein, das weiß ich. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Yes. Müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Mann, das musst du euch mal reinziehen. Sie sind dort nicht sicher. Das war wie bei Prey 1, da war das auch so verschickt mit diesen Türen. Bei mir funktioniert das gerade nicht. Was passiert? Oh, Theresa, alles gut bei dir? Hast du einen Bug, einen Tastaturbug, Theresa? Guck mal, das ist voll verschickt, oder? So, dann gehen wir nochmal durch. Simulation Debriefing Observation. Wir gehen mal darüber. Gut. Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Ist eigentlich die Lautstärke okay für euch? Hört ihr alles im Spiel? Fehler. Kein Passwort. Oh, guck mal, hier ist ein Passwort. ECOP 0876. Vielleicht finden wir hier das Passwort für den Dressur. Da ist vielleicht unser Ding drin. Unser Vorbestellerbonus vom Spiel, Leute. Das könnte sein. Lautstärke perfekt. Jo, ist top. Super. Danke für die Rückmeldung, Tom, Janik. Vielen Dank. Passwortsicherheit. Nö. Wir brauchen hier den Code. Halt. Da steht nirgends ein Code. Das ist blöde. Ich würde gerne das Ding hier aufkriegen, wisst ihr? Ach, egal. Vielleicht finden wir den noch woanders. Da wäre bestimmt eine Waffe drin oder so. Rohrzange? Ich bin gerade auf den Knopf gekommen. Ach, guck mal. Jetzt sind wir wieder in unserem Schlafzimmer hier. Ach, das ist ja geil. Ich nehme mal die ganzen Sachen mit, die Schläuche und so. Ich glaube, mit solchen Sachen können wir uns dann
gewisse Sachen bauen auch. Oh, da ist der Hubschrauber. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Und wir gehen mal in den Aufzug. Bestätigen. Stockwerk 92. Theresa, was war los mit deiner Tastatur? Alles gut? So gut wie jeder Streamer erstmal bei diesem Tresor hängen bleibt. Ja, ich wusste gerade nicht, wo ich suchen sollte nach diesem Code. Und ja, da bleiben alle Streamer hängen. Ich habe mir noch gar nichts angeguckt von dem Spiel. Also von anderen Leuten. Medikit. Oh, fuck. Ach, und guck mal, da waren wir gerade, in einem Testraum. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Mimics. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Ah, das Klärchen. So, wir müssen hier raus. Das ist mal schon mal sicher. Und jetzt gucken wir uns einfach mal hier um, dass wir hier irgendeinen Ausgang kriegen, finden, irgendwas. Alter, das wollte ich... Oh, fuck! Mimik durchsuchen. Mimik-Leiche. Okay, können wir leider nichts aufsammeln. Mülleimer. Das ist geil, man kann ja echt alle Objekte irgendwie tragen und werfen und benutzen. Das finde ich cool. Wasser, danke für dein Follow. Vielen Dank, Motherfucker, weiter so. Noch ist der beste Stream. Wie Wolverine, yeah. Yo, GamerTech. Vielen Dank für dein Follow, GamerTech. Weg damit! Aua. Scheiß Vieh, ey. Die sehen aus wie von Half-Life 2, so ein bisschen. Yo, Ahmed. Guten Abend, wie geht's dir, Ahmed? Alles gut bei dir? Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Okay, wir halten durch. Wir müssen hier aber raus jetzt. Ganz schnell, ey. Raus aus diesem Gebäude. Spiel auf deine Art. Alles habe ich schon gelesen. Ist cool. Man kann halt verschiedene Vorgehensweisen gibt es für jedes Ziel. Oder wenn wir eine Tür nicht aufkriegen sollten, gibt es halt verschiedene Arten, die aufzukriegen. Entweder mit Code oder man kann sie einschlagen oder und so weiter. Das ist ganz cool. Keine passende Schlüsselkarte. Ja super, jetzt brauchen wir hier eine Schlüsselkarte. Oh, oh, was war das? Erstmal was trinken. Oh, oh, hier läuft doch irgendwas rum, ey. Hier läuft doch irgendwas rum. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Oh, fuck. Ich wusste es. Tot ist es. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Komm, wir durchsuchen mal den Schrank. Ist nichts drin, ne? Ich habe den Stream neu gestartet. Mir wurde nichts angezeigt und ich sah auch keine Kommentare. Ach so. Weil du hast ein paar Mal hast du die gleiche Nachricht gepostet. So 7, 8 Mal hintereinander, Theresa. Aus Versehen natürlich dann. Alles gut. Danke bei dir. Bei mir auch alles super. Mir war langweilig und eigentlich ist ja morgen erst der Stream. Aber ich dachte, ey, wenn morgen Feiertag ist, dann ist es ein super Zeitpunkt zum Stream und ich hatte eh voll Bock. Hat keine Lust, hier alleine rumzusitzen. Und ein Let's Play aufnehmen mache ich morgen. Habe ich eh schon vor aufgenommen. Dann ist schon wieder so ein Vieh, ey. Oh, guck mal, Schlüsselkarte. Juhu. Raus und weg von hier, würde ich sagen. Schnell und weg mit dem Vieh. Ey, komm, wir nehmen mal so einen Stuhl. Bam. Ein Schlag noch. So tot. So nix wie raus hier. Schlüsselkarte haben wir ja jetzt. Ist das ein Horror-Game? Ja, sieht so aus, wa? Also ist ganz der Anfang. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es geht. Es geht nur darum, wir müssten eigentlich Tests machen. Wir sind in so einem Versuchslabor. Und jetzt ging auf das einmal irgendwas schief. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Ah, das kann man dann auch später reparieren. Wir bekommen immer mehr Fähigkeiten. Boah, das sieht echt geil aus irgendwie. Klokanone. Klokanone. Wir nehmen mal alles, was der hat.
Blablabla, Maustaste 1 feuern. Okay, kriegen wir hin. Oh, wo ist das? Wo ist das Vieh? Ach krass, guck mal, wir können die versteinern, ey. Das ist ja geil. Und damit die Rohrzange erledigen. Das ist ja cool. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Neuromod aus der Vitrine. Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Also die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Diese Todesreflexe. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Würden viele Schauen Sie mal rein. Das hat automatisch eine Nachricht weitergeschickt. Ja, kann passieren, irgendein Bug, wa? So, wir brauchen dieses Ding hier. Aber wie kriegen wir das? Aufschlagen, oder wie? Aha. Neuromods sind Fähigkeiten. Mit N können wir uns jetzt Fähigkeiten geben. Techniker, Sicherheit, Wissenschaftler. Und hier können wir uns halt aufwerten. Verbessere deine körperlichen Fähigkeiten, deinen Umgang mit Waffen und dein taktisches Denken. Lerne die Ausrüstung zu modifizieren, zu reparieren. Ich glaube, das machen wir. Hebelkraft. Oder du benutzt Ersatzteile, um defekte Gravlifts, blablabla, zu reparieren. Oder dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 150%. Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Komm, wir nehmen mal das, dass wir überhaupt was reparieren können. Das nehmen wir jetzt mal. Techniker, genau. Hab gerade Dosen-Internet. Was meinst du damit, Hakim? Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Scheiße, wir brauchen ein Medikit. Wie setzt man das denn ein? Shit. Wie nehmen wir ein Medikit? Auch auf E oder wie? Oder was? Fuck. Ey, wir sind tot, Mann. Ich wusste nicht, wie man ein Medikit einsammelt. Zu sich nimmt. Shit, ey. Gibt's doch nicht. Wisst ihr, auf welchem Knopf ich Medikit einsetze? Sonst müssen wir gleich mal in den Optionen gucken. Ist zu langsam? Ach so, Internet ist zu langsam. Also hast du Nachladezeiten, Hakim? Ey, scheiße, Mann, ey. Jetzt muss man das nochmal machen, oder wie? Das war ein Fett. Tatsächlich. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie. Muss man das nochmal machen? Okay, so viel war es jetzt nicht, aber. Klokanister nehmen wir natürlich. Okay, los geht's. Morgen. Erstmal diese da, Viecher hier. Im Foyer. Nehmen kaputt Sie die machen. Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, nicht mehr. Doch, wir können überleben nachladen. Sie nicht. Ich habe Ihren... So, schnell aufschlagen dieses Teil. Neuromod rausholen. Zack. Und wir lernen gleich mal Techniker. Zack. Zack. Eingabe. Theresa, muss weg. Tschüss. Oh, okay, haust rein, Theresa. Bis bald mal, wa? Ich weiß es später. Das auswählen. Also, bei Technikfragen, Technokfragen. Ciao, Theresa. Leider ist zu kurz, wa? Okay, das haben wir. Hier ist noch einer. Komm, wir nehmen mal heute. Hey, fuck, das ist voll blöd zum Wechseln. Die Waffen zu wechseln. Wieso geht denn immer das geht immer komplett weg, das Bild? Das nervt. Und wie setzen wir denn ein Medikit ein? Wie geht das? Wie setzen wir ein Medikit ein? Kriegen wir gleich raus. Ich guck gleich mal in den Optionen. Waschbecken. Fuck! Ey, überall diese komischen Spinnen. Einmal kacken. Grüner Cold Mountain Tee. Nehmen wir doch mal. Die Viecher. Ey, ich muss mal kurz gucken, wie man ein Ding nimmt. Ein Medikit, Leute. Spielst du eigentlich The Forest? Oh ja, ich glaube, ich habe das sogar noch. Ist geil.
So, wo sind die Medikits? Nachladen, Taschenlampe, Inventar ein aus, I, Fähigkeiten, bla bla bla. Ey, wie können wir denn die Medikits nehmen? Gibt's doch nicht. Wenn jemand weiß, wie man Medikits nimmt, könnt ihr gerne in den Chat schreiben, Freunde. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt raus. So schnell wie möglich, ey. Hier vielleicht? Bist du sicher? Geh zur Lobby. Ja, machen wir mal, oder? Die Story ist nice weitergemacht. Ach, bei The Forest, ja? Oh, geil, muss ich mal wieder zocken. The Forest, bestes Spiel, das ich je gespielt habe. Ey, ich muss es mal wieder zocken. Wir können es auch nachher mal reinknallen, wenn ihr wollt. Ich muss mal gucken, ob ich es noch habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir es machen. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Findet ihr es gut oder sollen wir was anderes machen? Ich wollte euch das auf jeden Fall mal einmal zeigen, so den Anfang. So, ich drehe mal ganz kurz ein Zigarettchen. Zigarettli. Also ich finde es interessant. Ich bin halt mal gespannt, was da noch kommt. Wenn wir da rauskommen aus dieser Einrichtung. Vielleicht mit I für Inventar. Genau, das versuche ich jetzt gleich mal, Janik. Weil ich muss ja mein Medikit irgendwie benutzen können. Das muss ja gehen. Aktenkoffer. Wir haben es geschafft. Klar haben wir es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Auf die echte Welt? Oh ja, gern, Leute. Jetzt kommen wir endlich raus hier. Wow. Das ist ja mal geil. Guck mal, das ist die Erde. Oder sieht zumindest so aus. Boah, das sieht echt gut aus. Geile Grafik. Das Spiel lockt mich um. Ja. Bin für was anderes. Mag das Spiel nicht so. Können wir gerne machen. Laut Steam hast du Forest nicht. Vorsicht. Nö? Gehen Dann Sie in Ihr Büro. Ich dachte, ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich distanziere mich von mir selbst. Ah, Beta, geil. Oh, was hat er gesagt? Erreiche die Hauptlobby. Ey, das erinnert mich so ein bisschen an Dishonored gerade. Guck mal, das sieht genauso aus. Ist halt auch Bethesda, wa? Gleiche Entwickler, das merkt man gerade. Volle Kanne. Also, wir können auch was anderes spielen, Leute, wenn ihr wollt. 2019. Alter. Das ist von Spiel. Kommen wir mal eine andere Waffe. Also sollen wir was anderes zocken oder wie sieht es aus, Freunde? Bioshock auch. Absolut, ey. Volle Kanne, Hainukami. Mischung aus Bioshock und Dishonored. Alter. Lad doch nach, schnell! Gibt's doch nicht. Ja, Abstimmung. Ja, dann machen wir Abstimmung. Dann machen wir jetzt mal kurz Abstimmung. Ich packe das Spiel natürlich auch mit rein, dann könnt ihr, wenn ihr das weitersehen wollt, auch abstimmen. Ich finde es eigentlich ganz interessant. So, dann machen wir mal direkt eine Abstimmung, Freunde, okay? Die Tribute von Panem. Knock in Gay. Die Tribute von Panem, was war das nochmal? Kenne ich doch. Ist ein Film, wa? So, wer macht für mich die Abstimmung? Hinokami, kannst du die machen, bitte? Das wäre supi. Ich mach mal kurz noch einen Musik rein. Wo haben wir es? Hier. Zack. So, okay, einmal natürlich Bray in die Abstimmung. Und ich gehe mal kurz meine Liste durch. Ich habe nämlich einige neue Sachen. So, was packen wir rein? Wir packen rein. Wie gesagt, Bray einmal bitte, Hinokami. Strawpoll ist bereit. Super. Das Spiel kostet 28 Euro, Hakim. Das Rad öffnen mit Waffe, dann QCE oder so drücken. Dann heißt er. Ah. Aber auf Instant kostet es, glaube ich, 28 Euro. So, also was packen wir rein? Oh. Limbo würde ich auch gerne mal zocken, unbedingt. Also Limbo auch in die Abstimmung, bitte. Dann Inside, bitte in die Abstimmung. Dann, Watch Dogs 2 in die Abstimmung. Und Slenderman. In die Abstimmung bitte. Und
Jetzt gucke ich mal nochmal auf der in meiner Steam-Liste nach. Hey, yo, Yannick, ich muss mal was Neues aufnehmen. Wusstest du, dass Nock für Schiffsbau steht? Ja, das habe ich vor kurzem rausbekommen. Das ist irgendein Teil des Schiffs. Genau. Mhm. Oh, übrigens Schiffsbau. Wir könnten in die Abstimmung können wir noch als Assassin's Creed Black Flag packen, bitte. Genau, Assassin's Creed Black Flag noch rein und so, was haben wir noch? Oder und dann kannst du reinballern Super Nintendo Games, Retro einfach. Und dann hab ich ja eigentlich alles, was wir da wollen. Oh, und Shadow Warrior 2 hinokam, ja. Und, ja genau, Shadow Warrior 2 und Super Nintendo Spiele. Schreibst einfach rein Super Nintendo Emulator Games oder so. Weil da habe ich eigentlich alles. Für Super Nintendo. Und das war's erstmal. Zweite Abstimmung machen wir das nächste Mal. Outlast 2 könnten wir vielleicht noch reinmachen, aber machen wir bei der zweiten Abstimmung dann, okay? Dann warte ich mal, bis die fertig ist. Wo kann man abstimmen? Hakim, der Link kommt gleich. Hinokami macht gerade die Abstimmung fertig und wir posten dann gleich den Link. Dann könnt ihr klick, klick, klick abstimmen. Das sind ein bisschen viele Spiele, ja, das stimmt. Aber wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was gewinnt. Besten Games. Ja, ich habe echt viele Sachen, ey. Bestimmt 300 oder so. Und so ziemlich alles Neue, was gibt. Alles Neue. Oh, ich brauche mal einen Schluck. Wart. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Shit. Ich gucke mir mal kurz was Wasser. Viel zu viele Games bei den wenigen Viewern. Das stimmt, das ist ein bisschen viel, wa? Aber wir versuchen es einfach mal, ja. Ich gucke mir mal ganz kurz Wasser, Freunde. Bin gleich wieder zurück. Gleich zurück, Freunde. So, da bin ich wieder. Ich bin ein Retro-Fan. Lass mich. So. Bis jetzt hat jemand noch Anspielungen mit Nock. Die alten Games waren eh die besten. Finde ich auch. Ich finde Retro voll geil. So. Das stimmt. Wir können ja in Zukunft nur 3 Games in die Abstimmung packen. Das glaube ich besser, war. Das sind echt ein bisschen. Oh, sorry, Leute. So. Das sind echt ein bisschen viele. Hier ist die Abstimmung. Ah, geil. Danke, Hino, kam ich für die Abstimmung. So, ich poste den Link auch gleich nochmal. So, einmal kopieren. Zack. Hier, bitte ab. Stimmen. So, einmal kopieren. Zack. So. Nock Steam PN. Alright, Moment. Oh, stimmt, das könnten wir eigentlich auch machen. Oh, Blackfire schreibt gerade. So, bin live. So. Anno könnte man eigentlich auch Multiplayer vielleicht machen, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist, war Jesus im Multiplayer? Ich habe mir das ja letztes Mal überlegt, war da meintest du ja auch, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir könnten es eigentlich nachher einfach mal reinpacken. Machen wir nach der Pause, okay? So, bin ich mal gespannt auf die Abstimmung, was da so geht. So, ich mache mal kurz Mucke an. Nope. Brauchen wir eine gute Musik. Irgendwas Gutes. Ach, ich lass einfach das. Scheiß drauf. So. Jetzt gucken wir mal, was hier so geht bei der Abstimmung. Ich poste nochmal den Link. Bitte da abstimmen, Freunde. Nee, weiter oben. Okay, warte mal. Jesus, ich habe dein Chatfenster gar nicht. Ist nicht auf. Aber warte, ich gehe mal kurz auf dich drauf. Resus. Und dann gucke ich mal, was du mir geschrieben hast. Ach man, wo ist meine Freundesliste hin? Hier. So, Jesus. Da, 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 da.
Ach so, stimmt, den Key. Ich habe nämlich eine Verlosung, Freunde. Ich habe eine Verlosung und das könnte man vielleicht auch im Stream machen. Ich wollte eigentlich ein Video dazu machen. Ich überlege mir zwar noch kurz, ob ich einen Stream mache oder ob ich ein Video mache. So, ein Kumpel meint gerade, der Link ist falsch zu meinem Stream. Ich schreibe ich dir mal kurz. Komisch. Wart. Bin gerade on. Dann schicke ich dir mal einen anderen Kanal-Link. Zack. Der müsste gehen. So. Da-da-da-da-da. Machen wir mal hier was an. Und gucken mal die Abstimmung an. Ich mache euch mal eine Bildschirmübertragung. So. Hä, wieso geht denn die Bildschirmübertragung nicht? Doch, jetzt geht sie. So, Ergebnis aktualisieren. Was? Assassin's Creed hat 6 Votes. 2 Retro, also Super Nintendo. Und 1 Vote Slenderman, 1 Vote Watch Dogs 2. What the fuck? Natürlich machst du das im Stream für deine treuen Zuschauer. Könnte ich machen, ja. Machen wir. Okay, machen wir. Machen wir, machen wir. Okay, machen wir, Hino. Ihr habt mich überredet. Oder mach lieber ein Video, so hat jeder eine Chance. Ja, deshalb wollte ich ein Video machen eigentlich, ja. Dass halt jeder abstimmen, dass jeder von meinen Zuschauern halt in die Versuchung kommt, abzustimmen. Oh, was? Assassin's Creed hat 7 Votes. Na gut, dann wird es wahrscheinlich Assassin's Creed Black Flag, was übrigens eins der besten Assassin's Creed Teile ist, finde ich. Lieblingslied. Woher kommen die 10 Votes bei 5 Zuschauer? 11 sogar. Man kann ja nur einmal voten, oder? Wieso kommen dann so viele Votes her? Verstehe ich gerade nicht. 7, 8, 9, 10. Das sind 11 Votes, Freunde. Hä? Und wir sind gerade 5 Leute. Wundert mich eigentlich, dass heute so wenig da sind. Morgen ist ja frei, wa? Ich habe mir 7 Accounts gemacht und immer Black Flag gewotet. Ja, man kann nur einmal. Komisch. Kann das sein, dass auch Leute da sind, die nicht eingeloggt sind? Können die auch voten? Die könnten doch auch voten, wa? Aber Assassin's Creed ist geil. Aber ich glaube, da ist was falsch gelaufen bei der Abstimmung, ehrlich gesagt. Da stimmt doch irgendwas nicht. Guck mal, wir haben 7, 8, 9, 10. Wir haben 12 Votes. Deswegen, ja, die sind alle am Trinken. Ja, stimmt, die sind alle unterwegs, ja. Von Donnerstag bis Samstag. Sollen wir nochmal eine Abstimmung machen oder sollen wir Assassin's Creed Black Flag jetzt reinbatschen? Weil ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Man kann auch nicht 12 Votes haben bei 6 Zuschauern. Ich könnte mal einen Chat schreiben, für was, welches Spiel ihr sehen wollt. Dann bin ich mal gespannt, was in den Chat kommt. Nicht registrierte Zuschauer. Das kann sein, oder? Die können ja auch voten. Leute, die nicht eingeloggt sind und im Stream schauen, das gibt's ja auch. Einfach Black Flag. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine Abstimmung mit 3 Spielen, okay? Die 3 ersten hier. Kannst du es machen, Hinokami, bitte? Black Flag, Retro. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine Abstimmung mit 3 Spielen. Dann sind wir sicher. Dann bitte einmal Assassin's Creed Black Flag, Slender und Retro, bitte. Wäre cool, wenn du das machen könntest, Hinokami. Die 3 Spiele, Assassin's Creed, Slender und Super Nintendo. Dann warte ich mal, bis die Abstimmung fertig ist. Ich glaube, das ist dann besser, wa? Und Jesus, du hast recht, bei so viel wenig Zuschauern, so viel Spiele, das ist unübersichtlich dann, wa? Da kann man sich dann nicht entscheiden. 3 Spiele ist gut. Da fällt die Wahl einfach. Genau, da fällt die Wahl einfacher. Dann warten wir mal, bis Kino die Abstimmung fertig hat und dann könnt ihr nochmal voten. Das Game ist voll rassistisch. Welches meinst du? Meinst du Black Flag oder wie? Das sind alles so Titel von YouTube, die man benutzen darf, wo ihr hier seht. Aber es ist voll viel Scheiß dabei, aber auch coole Sachen.
Heute muss ich aufpassen wegen Copyright, weil es bleibt auf YouTube der Stream. Also den könnt ihr auch dann morgen angucken, wenn ihr wollt. Morgen wird der veröffentlicht. Aber ist schon fertig, Hino. Danke für die Abstimmung. So, ich poste den Stream, den Link auch nochmal in Chat. Zack, da könnt ihr schön abstimmen. Und ich bin mal gespannt. Jetzt gehe ich mal auf Ergebnisse ansehen. What? Ja, jetzt haben wir schon wieder 9 Votes. Hä, was geht denn ab? Ich verstehe das nicht. Ey, dann haben wir wirklich Zuschauer, die nicht eingeloggt sind. Das kann sonst gar nicht sein. 9 Votes, ja. Bei 7 Zuschauern. Was geht ab? Das muss so sein, dass wirklich Leute zugucken, die nicht eingeloggt sind. Hallo Leute, nicht eingeloggte Zuschauer. Cool, dass ihr auch dabei seid. Genau, Assassin's Creed schon wieder oben, wa? What the fuck? Ich verstehe mein Leben nicht mehr. Meine 7 Accounts hauen rein, ja? 6 Votes. Na gut. Dann zocken wir Black Flag und danach zocken wir Retro Games und Slender. Ich würde sagen, alle 3 Sachen kommen noch dran. Und vielleicht zwischendrin mal was, so ein Minigame oder so, wo ich da mal rein, wo ich mir aussuche. Illuminati, aufs Maul. Na gut, Freunde. Zahlen lügen nicht. Dann fangen wir jetzt an mit Assassin's Creed. Black Flag. Und danach kommt dann einfach Super Nintendo Games, wie Super Mario, Mario Kart, Zelda vielleicht. Genau. So, ich schließe hier mal kurz alles. Und dann geht's los. Und geh mal kurz zu Assassin's Creed in den Ordner. So, Steam. Ich mach mal die Musik aus und dann geht's los. Achso, ich muss noch kurz die Beschreibung ändern. Da steht ja immer noch Braid drin. Assassin's Creed Black Flag. So, ich hoffe, das ist jetzt gespeichert und ihr seht das auch gleich. Und wir starten jetzt einfach mal. Gleich müsstet ihr auch ein Bild bekommen. Ich stranguliere dich gleich mit deinen Schraubenschlüssel. Was geht? Dann bin ich der King bei Hitman. Oh, Hitman habe ich auch übrigens, das neue. Das ist richtig geil. Ich habe jetzt 7 PCs in den Verbot. Muss mal für 30 Minuten weg. Bis dann. Alles klar, Hakim. Bis gleich, bis nachher, ja? Jo, Nerd ist wieder am Start. Cool. Wo warst du eigentlich, Nerd, gerade? Was musstest du erledigen? Und willkommen zu Assassin's Creed. Haben wir gerade abgestimmt. Kommst du ja genau richtig. Ey, das Spiel habe ich damals so durchgezockt. So geil. Also fand das so gut. Aber schon lange nicht mehr gespielt. So, wir gehen mal kurz in die Optionen. Ey, irgendwas spinnt hier. Ach, das ist wieder mein Lenkrad, ey. Das geht dann immer nach unten. Ich muss mal kurz mein Lenkrad ausstöpseln, Freunde, ja? Ich bin gleich wieder da. Ja, Assassin's Creed. Bin wieder. Ach, habe ich ja gerade schon gelesen. Ich liebe es. Ist super geil. Vor allem Black Flag ist eins der besten. Ich mache nur mal kurz mein Lenkrad. Ich muss kurz mein Lenkrad USB ausstöpseln. Hinten, weil das geht immer nach unten. Seht ihr das? Taschenlampe. Kabel suchen und dann ausstecken. Immer unter den Tisch. Okay. Es ist ausgestellt. Ups, sorry. Das. Mann! Guck, jetzt geht's nämlich. Jetzt geht nämlich immer der Cursor so nach unten. Oh, jetzt konnte ich gerade leider die Nachrichten oben nicht mehr lesen, wegen der Smileys. Die sind jetzt leider weg. Ja, wer kennt's nicht? Der Schul-PC mit einer 1080er. Wer hat eine 1080er? Ihr habt 1080er in der Schule in den PCs, oder wie?
So, wir müssen das auf Deutsch stellen. Wo geht denn das hier? General? Hier. Deutsch. Wir machen auch mit Untertiteln, oder? Das ist am besten. Deutsch. Subtitles machen wir an. So, alles ist auf Deutsch. Zurück. Ah, wir müssen jetzt noch restarten. Machen wir jetzt mal schnell. Bin 5 Minuten zurück. Alles klar, Tom. Ich mach mal schnell was zu essen. Same. Okay, dann macht schnell was zu essen. Ich warte auf euch. Ich habe auch ein bisschen Hunger, ey. Es gab mal einen Bug, da hat man 1 Million Views bekommen, wenn man einen Fischer ins Wasser gestoßen hat. Ich habe jeden Fischer ins Wasser gefeuert, aber hab die das Geld bekommen. Ach echt? Davon habe ich noch gar nicht gehört. Geil. Ich finde den zweiten Teil am besten. Oh, der ist super, ja. Absolut. Aber Black Flag war wieder ein Teil, wo mich wirklich mitgerissen hat. Der vorige Teil war 3, glaube ich. Fand ich... Die sind alle gut, aber 3 fand ich nicht so gut. Und den fand ich dann wieder so hervorragend. In der Schule Minecraft-Account gehackt. Ja, geil. So, wir stellen natürlich auch mal die Grafik auf Ultra. So, alles auf das höchste, Kantenglättung auch. Die Musik ist auch super geil. Physikspartikel machen wir natürlich auch an. Okay, ich würde sagen, wir haben es, wa? Blut ist an. Sind ja schon alle über 18, hoffe ich. Da habe ich immer geschlafen in der Schule. Ich habe einen Schul-PC mit einem Virus infiziert. Geil. Und zwar langweilig haben wir das da einfach mit dem USB-Stick gemacht. Fandest du den Kinofilm gut? Den dritten Teil fand ich eigentlich nice. Oh, habe ich gar nicht gesehen, NerdTV. Habe ich nicht gesehen. Und ich habe auch undercover die IP vom Hauptrechner des Lehrers herausgefunden und den getrollt. Geil. An den Schul-PCs habe ich jede Verknüpfung mit dem Befehl herunterfahren ausgetauscht und er hat sich gewundert. Haha. Hat man dich erwischt? Ja, alles auf Ultra, Hinokami. So, wir fangen an mit einem neuen Spiel ganz von vorne. Geil. Name. Nock. Der Große. Nö. Ah, wir können ja nicht so viel schreiben, leider. Halt, Nock, der Groß. Ich kann heute nicht mehr schreiben. Ich bin ballerballer in der Kopf. So, Nock, der Große. Ey, wir können nicht so viel schreiben. Ach, leck mich. Alles Schlampen. Das ist die Firma, nun der Name der Firma. Natürlich nicht, ja, geil. Hast du alle Star Wars Filme gesehen? Nein! Hey, ich habe noch keinen einzigen Star Wars Film geschaut. Ohne Witz. Muss ich mal nachholen. Noch mit dem langen Cock. Hey. Ubisoft präsentiert. Festhalten! Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Geil, bitte. Oh, geht los! Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Wir müssen ans Ruder. Scheiße, eine Zigarette, ey. Und wir müssen leiser machen, das ist so laut. Optionen. Sound. Machen wir mal auf 5. Verdammt! Lass mich ran, lass mich ran! Use is tot, Kenway! Du musst das Steuern. Um Kanonen abzufahren, halten Sie direkt die Maustaste und drücken Sie links, um zu schießen. Alles klar. Ja, übernehmen.
gleich runter! Es war sogar mit dem Schiffskämpfen. Da hinten ist noch einer. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Die Kanonen, Männer! Komm, komm, komm! Neuer Ärger, Captain! Ach, wir können ja auch steuern, geil! Feindliches Feuer! Einhol! Einhol! Oh. Schieß doch, wieso schießt du nicht? So gut wie fertig! Jetzt werden wir uns der Kenway! Wir versenken sie! Schießt nicht! Doch jetzt! Der Segel, Sir! Yo! Nochmal, 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 nochmal! Feuer! Haben Treffer eingesteckt! Feuer! Sie geht gleich runter! Jo, eine haben wir versenkt! Eine haben wir versenkt! Eine haben wir versenkt! Gebt ihnen alles, was wir haben! Boom! Komm, einen Schuss noch! Dann ist sie am Arm! Ey! Bereit zu feuern! Und... Schuss! Feuer! Daneben! Verdammt! Wie wird denn daneben? Nochmal! Feuer! Und nochmal Feuer! Ey, was geht denn ab? Wieso zielt denn das nicht? Rechte Maustaste, aber das Ding ist weg. Feuer! Am Ziel vorbei! Das Ziel ist weg! Nicht gut genug! Was soll das denn? Bereit zu feiern! Feuer! Geil! Geschafft! Ey, letzte Yadi! Das Magazin ist explodiert! Let's Johnny, Yadi oder Jenny? Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Die Schiffe rampen dann auf Deck und gib ihn. Ach so, stimmt, du kannst ja aufs Deck aufgehen. Was hältst du eigentlich? Ich Entscheidungen treffen muss. Finde ich voll geil. Ich habe zum Beispiel auch Minecraft Story Mode gerade am Start. Das finde ich ganz lustig. Ist es gefährlich? Edward. Uncharted. Oh ja, habe ich alle Teile bis die auf den letzten durch. Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Ey, meine Cam ist voll dunkel, wa? Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Uncharted, super, ja. Ich habe alle bis auf den letzten Teil. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Was ist hier nicht aufgefasst? Was nicht mehr als zwei? Ich habe gerade diesen Rest nicht mitgekriegt. Den Schluss. Erreichen. Wow, das sieht ja ganz schön gut aus. Ich habe gar nicht mehr so eine Erinnerung. Für das, dass es schon so alt ist. Also ein paar Jährchen halt. Ist lauter, ja. Ich dachte mir auch gerade, ist noch ein bisschen zu laut, wa? Wir machen das mal ein bisschen leiser. Zack. Sound. Wir machen mal auf 2. Achso, das ist ja nur die Musik. Wir machen den Rest mal. Ich dachte, das wäre gerade die Gesamtlautstärke. So. Ich glaube, so ist ganz okay, oder? Vielleicht hast du ja Bock, so ein Telltale-Game zu streamen. Ja, wir können gerne mal Minecraft Story Mode machen. Tales from the Borderlands, Game of Thrones oder so. Oh, Tales from the Borderlands, da habe ich auch schon was von gehört, ja? Kann man gerne mal machen. Ich habe es aber noch nicht, das Spiel, muss ich sagen. Assassin's Creed Spiele sahen schon immer geil aus. Ja, absolut. Schön. Das sieht nämlich gerade irgendwie voll an Uncharted 4. Echt, ja? Okay, stimmt. Sieht von der Grafik so ein bisschen aus. War es für dich auch so gut?
Havanna. Ich muss nach Havanna. Oh, was holen? Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Fisherman's Friend. Voll geil. Ich hab nämlich Halsschmerzen. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Ich mach gleich mal mein Licht hier an. Ich bin voll dunkel, sehe ich gerade. Dich hole ich mir, Früchtchen! Früchtchen. Ich hole mal kurz Licht an, Leute. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. So, jetzt ist das ein bisschen besser. Sonst habt ihr ja nur mein Gesicht gesehen. War nur so ein alles schwarz, Umrandung und mein Face. So, den Assassinen finden. Ich fand das immer so geil bei Assassin's Creed, diese Rennereien und die Klettereien. Boah, das sieht echt gut aus, ey. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Wo ist denn der Typ jetzt hin? Eigentlich müsste er sich doch hier irgendwo verstecken, oder nicht? Wir gehen einfach mal da hoch. Der muss hier, glaube ich, irgendwo sein. Yo. So, kommen wir jetzt weiter? Kommen wir da hoch irgendwie? Nope. Hä, wie kommen wir da jetzt hoch? Hier vielleicht? Oh ja, sehr schön. So still hier. Ja, heute voll, wa? Wundert mich eigentlich. Genießen den Stream alle, glaube ich. Ja, uns sind auch gar nicht so viele da heute. Sind alle am Saufen. So, wo ist der Typ? Ach, jetzt sind wir auf so einem Aussichtspunkt. Geil, müssen wir erstmal ganz nach oben kommen, glaube ich. Und die Aussicht genießen, synchronisieren. Nice. Dann mache ich das auch mal. Okay, viel Spaß. Und machen wir mal einen schönen Jump hier. Und blöder davon ist er. Wo will der bloß hin? Den kriegen wir. Keine Sorge. Folge mir und du stirbst. Da, das glaube ich nicht. Der ist irgendwo da hochgerannt. Noch eine Sache, Nock. Dieses Tales from Borderlands. Wir könnten Episoden, uns zusammen tun. Das Game ein bisschen angefangen. Ist mega geil. Ach, das kostet gar nichts, ja? Oh, cool. Muss ich mir nachher direkt mal runterladen in der Pause. Ich wollte eh nachher kurz was probieren. In der Pause. Ich habe mich bei Restream angemeldet. Und dann kann man jetzt auf beiden Plattformen, also auf Twitch und auf YouTube, gleichzeitig streamen. Also ich streame an Restream und die streamen das dann weiter. An Twitch und an YouTube. Das wollte ich nachher mal kurz austesten in der Pause. Das wäre natürlich geil, wenn das immer gehen würde. Dann können nämlich die Leute, die auf Twitch gucken wollen, auf Twitch schauen und die auf YouTube, auf YouTube. Das wäre großartig. Und ich habe das einmal versucht, da hat es aber geruckelt, der Stream. Aber die haben das jetzt mega upgedatet anscheinend. Und ein Versuch ist es wert. Ich habe auch schon alles eingestellt, das geht eigentlich ganz fix. Wow, German voice acting is really great. Oh, thank you very much. Mace in your face. Great name, by the way. Great username. Mace in the face. And thanks for the compliment.
Alter, schon unser zweiter Aussichtsturm. Da sind plötzlich keine Mods mehr auf YouTube. Achso, weil alle auf Twitch sind, stimmt. So, können wir runterspringen? Jawohl. Nice. So, wo ist diese Assassine? Da. Boah, der Sack. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Jetzt ist er dran. Jetzt wird er ausgenommen. Jetzt ist er dran. Wow. What? Das ist so geil, wie der wieder abgeht, wie der springen kann. Ich hoffe, wir haben... Ach, wir haben gar keine Waffe, nur ein Säbel, wa? Gute letzte Entscheidung. Das war's mit dem. Ich bleib bei beiden. Nock, wegen die bekomme ich wieder Bock zu zocken. Ach, auf das Spiel, ja? Ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt und ich find's gerade echt cool. Ich hab's damals, glaub vor, weiß nicht, vor 8 Jahren oder so, hab ich's durchgespielt. Oder vor 7. Mr. Duncan Walpole. Hab man schon genügend. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Ja, das sind die besten Bonbons. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das Jerry. Euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havana. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Es un humilde servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Das Video musst du unten im Stream schauen. Okay, Yannick, machen wir nachher. Holen wir eure Belohnung. Ein Pirat, der lesen kann, sieht man nicht auf. Stimmt, die sind alle so sehr zurückgebildet. Also nicht gebildet. Oh Mann, ich habe gerade wieder nicht aufgepasst, richtig. Wir müssen jetzt nach Havanna. Einen Weg nach Havanna finden. Dieser Schoner sollte ausreichen. Ach so, ein Schiff einfach fahren, ja? Und was bedeutet noch mal, was ist nochmal für ein Teil bei einem Schiff? Ich habe das auch letztes Mal gelesen. Noch bedeutet irgendein Teil bei einem Schiff. Oh geil, komm, wir springen da runter. Geht das? Ja komm, wir machen das einfach mal. Und... Wuhu. Geil. Boah, ey, das Bonbon brennt in meinen Augen, zu scharf ist das. Wenn ich rede und mein Atem trifft auf mein Auge. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, oh. Unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Anpirschen. Ja, ich weiß doch. Wir packen den jetzt und ziehen ins Gebüsch. Das geht doch nochmal. Ich hab nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Ja, springen. Bleib da hier. Ist das offene Schiff auf jede Seite des Schiffs. Stopp sie! Nimm! Im Geheimgrund deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Wieso kann ich die Leiche nicht ziehen? Die muss man noch verstecken. Wieso geht das nicht? Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Egal, wir ziehen den nächsten. Das offene Schiff auf jeder Seite der Schiffsbrücke. Das ist der Nock. Okay. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Ich pfeife einfach mal. Wikipedia regelt. Nee. Boah, der war knapp. Der hat uns fast entdeckt. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. So, bin wieder da. Geil. Willkommen zurück, Tom. Ein Salat. Oh, lecker. Nochmal pfeifen? Komm her. Oh, guck mal, eine Schildkröte. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Den packen wir jetzt auch noch. Komm her. Ich pfeife, aber der kommt nicht. Doch, jetzt kommt er. Stealth spielen? Rein da töten, was sich bewegt. Oh Gott. Machen wir nachher. Das sind ein bisschen arg viele, weißt du? Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt.
Komm rüber. Oh, den packen wir uns jetzt noch. Dass die mich nicht sehen, guck mal. Alles, was ihr wollt. So, jetzt haben wir noch zwei Stück über. Nock ist ein Teil auf der Kommandobrücke und das freie Ende eines Rundholzes. Oh Gott. Okay. Verstehe immer noch nicht, was es ist, aber einfach ein Teil der Kommandobrücke. Rundholzes. Aha, das war wahrscheinlich ganz vorne. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Ganz easy und... Holz. Zack. Das war's. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Zucker weg. Ich bin euch ewig dankbar. Ja, ist das haben deins? Gerettet. Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ach, das ist der. Mit dem sind wir jetzt ganz Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet. Das muss jetzt unter uns bleiben. Und Tom, die ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Oh, Alter, mir brennt mein ganzes Gesicht. Bedenkt man alles? Die Bonbons sind verhört. Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Boah. Die sind so heftig, diese Fisherman's Friend. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da aber geht ich hab ein bisschen Hals. Das ist ganz gut für den Hals. Boah. So, jetzt gehen wir mal auf das Schiff von ihm. Mit Köpfer. Boah, das sieht echt geil aus auf das blaue Wasser. Oh, ist das anstrengend. Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Auf den allerhöchsten Einstellungen natürlich. Wie leichtgläubig ist denn der Typ, fällt mir gerade auf. Ja, absolut, der fette da, wa? Aber der ist ein netter Kerl. Mit dem sind wir doch jetzt, glaube ich, das ganze Spiel in Kontakt. Und machen mit dem halt Deals und so. So viel, wie ich in Erinnerung habe. Das ist der Nock wahrscheinlich, wo ich jetzt drauf bin, wa? Ah, ne, Nock ist vorne. Bei dem Rundholz. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke. Ja, das ist so sofort geklaut, von einer Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja klar, ich gebe jetzt mal Gas, okay? So viel Segel, wie ihr könnt! So, Vollgas. Können wir eigentlich die Ansicht auch ändern? Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Geht doch bestimmt. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma nicht. Von Möglichkeiten. Boah, wir müssen das lenken. Ist die beste Art, lenken. Hi, du bist Duncan? Ja, hier hast du mein Jetzt Haus und mein Schiff. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? So war der, wa? Der war sehr leicht, glaube ich. Sehr leicht zu beeindrucken. Ey, hier kann man doch irgendwie die Kamera ändern, oder nicht? So nach außen. Ich würde gerne ein bisschen weiter nach oben. Wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Kommen wir darüber? Möglicherweise. Nicht, doch dass die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Doch, da können wir ruhig ein bisschen Gas geben hier. Eine vielbefahrene Meerenge. Ja, das macht so Spaß, das Spiel, auch mit dem Segeln. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Blackwake. Zuckerrohr und so. Was Produkte. Ist Blackwake? Melasse, Rum und so Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen am Rumpf verschmelzen. Nun ja. Wie meinst du das, Peter? Ich schätze, ihr habt recht. So, wir müssen da rüber. 380 Meter. Komm, ein bisschen Gas geben hier. Ach, schneller geht nicht. Scharfe links, scharfe links. Wir wollen ja nicht Titanic nacheifern. Wir haben den Fels. Oh, der war knapp. Fast hätte man die Titanic. Wow, geil. Das war ja geil. Haben sie gut gemacht.
Hä? Achso, Gas geben um 1700. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. Segel bringen, zwei Jahre Segel als Steuermann geben, genau. Bei den Segel Freibeutern. Geben. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Die Musik ist auch so gut geworden. Das war dieses Wasser sieht voll geil aus, ja. Sowas würde ich in echt sehen wollen. Das sieht super aus, ja. Und das ist schon gut alt. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Speichern. Das neue, übrigens habe ich auch Assassin's Creed. Das ganz neue. Hab's noch gar nicht gespielt. Ganz ruhig jetzt. Nur mal ganz kurz. Bitteschön. Willkommen zurück. Oh la la. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Da hinten liegt eine Oculus. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Welche nach Lichter? Oben. Ach, hier. Danke. Bitte? Runter. Runter? So weit, so gut. Danke. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Segel nach Havanna. Oh, okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Ich mach den Smoothie. Was ist nochmal Smoothie? Ja, Jesus. Animus ist einfach die nächste Stufe. Vorher. Absolut, Hinokami. Das Gebäude ist kaum 6 Bald Monate alt. Oculus Animus. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Ja, ich schwöre euch, dass sowas möglich ist, irgendwann. In seine vergangenen Leben zu reisen. Also ich glaube daran, dass wir schon, dass unsere Seele schon oft gelebt hat. Unser erster Titel mit der Animus-Technik, das war und die Spitze des... das auch in unserem Unterbewusstsein steckt, noch die ganzen Erinnerungen von unserem früheren Leben. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Es gibt ja auch schon so Rückreisen. Versionen der Geschichte. Da erzählen dann Leute von ihrem früheren Leben unter Hypnose und so. Ich glaube wirklich daran, dass das stimmt. Ich glaube nicht, dass alle Leute lügen, die sowas machen. Karibische Piraten, das ist ihr Job. Ach, Stiftskoch ist das, okay. Das ist ein cooler Job. Ich bin auch gern Koch. Schon wieder zu spät heute. Was ist los? Was ist denn da jetzt los? Jetzt sind wir in diesem Animus und müssen da ein bisschen was regeln und dann gehen wir gleich wieder zurück in unsere Erinnerung. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. Ins Jahr, ich weiß gar nicht, welches Jahr das ist. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Anwerkzeug. Du machst den Globputzer. Ihr Kommunikator. Reinigungsfachkraft. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Dann will ich diese Erinnerung, damit ich die Religion widerlegen kann. Absolut. Religionen sind nur Bauernfängerei. Haben Sie bemerkt, dass die katholische Kirche hat Millionen Menschen umgebracht? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Da kann nichts Gutes dabei sein. Das sind einfach Kontrollmechanismen, die sie aufgebaut haben. Wie Religion ist ganz weit oben. Aber es ist eher das Gegenteil von gut. Es ist eher Satanismus, ist das eher. Was da abgeht. Nicht umsonst sind so viele Pfarrer, so Kinderbumser und so. Pädophil. Sehen Sie dieses kommt immer mehr ins Tageslicht. Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio. Zweiter Stock. So, zack. Ich würde erstmal ins Jahr 0 reisen bereit? Und gucken, wie Jesus geht. Boah, ich auch. Boah, die Zeitmaschine wäre Hammer. Oh, das können wir machen, genau. Wir machen ein Zuschauer-Fan-Treffen in der Karibik, Boss, Olivier Leute. Gano, unser CCO. Ich stehe Yo, zuvor. Willkommen zurück, Hakim. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Wann bleiben wir da, ja? Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ahoi, Matrose. War ich auch, Sehr Peter. Aufregend. Willkommen an Bord. Ich kann es euch sagen, wer der erste in Mensch Büro war. Sprechen? Oder ich mach das nur schnell fertig, wer der erste Mensch war. Cinq minutes? C'est bon. Gleich, war mir nach diesem
Gespräch da. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders. Warum gibt es so viele Chinesen? Müsst ihr euch mal überlegen. Warum gibt es 7 Milliarden Chinesen? Seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages. Sicher nicht, weil die alle vom Affen abstammen, wo wir Menschen. Das ist völliger Schwachsinn, die Evolutionstheorie. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ach, krass, Tino Kami. Ich sehe Sie dann später. Ach so, ich habe das vorhin ja geschrieben. Da habe ich meine Tochter. Krass, dass du das noch weißt, Tino. Das finde ich cool. Moranok, alles glaubt. Ja, ich beschäftige mich mit solchen Themen, seit ich 12 bin. Und also wirklich intensiv. Und, also stellt euch einen Science-Fiction-Film vor und da liegt er noch 20-fach obendrauf. Das entspricht so nicht mal ganz der Realität, noch mehr. Also Hund liegt 100-mal auf einen Science-Fiction-Film drauf und so läuft es in der Realität eigentlich ab. Das ist voll heftig. So, achso, wir haben hier noch einen Kompass, oder? Wir müssen dorthin. Können wir was Markierungen setzen? Markierung. Ach, haben wir schon gesetzt. In der Bibel steht sogar, die Schaffer der Menschheit, die Elohim, steht sogar da drin. Ich bin überzeugt davon, dass wir auf die Erde gebracht worden sind von gewissen Alien-Gruppen. Es muss uns ja jemand hergebracht haben. Und die Chinesen waren die Ersten natürlich. Nicht umsonst gibt es 7 Milliarden. In der Bibel wird auch was erwähnt. In fast jeder Religion wird darüber was erwähnt. Über die Erschaffer der Menschheit und so weiter. In der Bibel sind es die Elohim. Hey, wo ist denn unser Büro hier? Hier, oder? Aha. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungsforschungsprogramm. Ja, mehr so, ja. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden richtig Sie geil, sich ja. bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal. Alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert. Speichern. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder gleich zurück in unserer Erinnerung. Jo. Ey, es war eine coole Idee, das Spiel zu Let's Playen, zu streamen jetzt. Das ist ein Black Flag. Boah, die Musik ist auch so gut, finde ich. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Die zweifelhaftes Vergnügen. Aha. Genau, ich brauche mal eine Putzfrau hier. Ich wollte schon längst mal eine einstellen. Wir haben ein paar jemand, Mods, den du kennst? Aber ich bräuchte auch zwei Putzfrauen. Nein, ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Putzfrau, wenn du möchtest, stelle ich dich ein. Fest. Schurken wie du dann musst du dir mal aufräumen, wenn du Lust hast. Die sich sauber macht. Okay? Ja, das können wir echt machen. Ich meine es im Ernst. Du heißt ja auch Putzfrau und dann machst du Putz. So, wenn irgendwelchen... Verrückt, dass England und Spanien vor zwei Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Okay, stell dich ein. Mach ich schwöre. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Ach, du bist die Anwesende. Du bist die beste echt? Absteiger in der Stadt. Ich sterbe für ein Nickerchen. Hast du da Account gewechselt? Oder besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen bleibe. Ach, du warst. Ich nehme jetzt auch mal meinen Controller, einen Xbox-Controller. Dann kann ich auch ab und zu mal eine rauchen. Boah, guck mal, wie geil das aussieht, das Wasser. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Voll gut. Aber wir spielen es natürlich auch auf den allerhöchsten Einstellungen. Darum sieht es so gut aus. Welch widerlicher Anblick. Und die haben kein Herz für Piraten hier, oder?
Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Ach, Real ist das Geld da drin, okay. Im Spiel. Das ist doch Spanisch, oder? Spanische Real. Hola, Dita. Das Wasser sieht so geil aus. Boah, finde ich auch. Nein, sie verlangen Geld für diesen. Schnell neuen Account erstellen. Ach so. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen. Ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Oh, eine Katze, guck mal. Mizi. Jesus, du verstehst doch ein bisschen. Du kannst ja Spanisch, wa? Dran für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Ach, jetzt vielleicht kaufe ich auch ein Schwert. Ah, genau, wir kriegen gleich ein Schwert. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Geil, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt kaufen wir uns ein Schwert, das ist unser Auftrag. Schwertsets, Pistolensets, ne, Schwertsets. Können wir eh nur das erste hier kaufen. Bestätigen. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein neues Upgrade verfügbar. Ach. Können wir, glaube ich, später upgraden. Oder wie läuft denn das nochmal? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob man hier selber upgraden muss oder ob das automatisch geht. Ich hab uns in die Wo ist denn der Typ jetzt hin? Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Eine Taverne mit einer Art Biergarten. Hey, wo ist der Typ hin? Die Spitze der Kirche erreichen. Ach, wir müssen jetzt da hoch, oder was? Kein Problem für uns. So wieder da. Okay. Sehr schön. Dann putz mal ein Dislike weg. Stimmt, ja, Jesus, du kannst ja. Du warst ja auch der klettert da nicht mehr hoch. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Ich putze schon. Auf den Meeren, die Wellen reiten und auf dem Land die Huren. Hm. Auf jeden. Gibt's hier eigentlich auch Huren in dem Spiel? Nicht, wa? Doch, das gab's auch welche, wa? Oder? Ach, wir müssen da runter. Halt, wir müssen eins weiter runter. Wow. Nicht abstürzen. Ja, geht doch da. Mann, wieso geht denn der nicht? So. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Oh, was geht da unten? Wir retten gleich mal, ja? Die Tasche, die hauen wir gleich mal weg. Drücken Sie RT, A und L. In die Richtung des. Okay. Ich kann nicht atmen. Mein Herz. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Oh, da ist er. Wir müssen den nachfolgen. Nachrennen. Nachfolgen. Und dann auf A drücken, dann packen wir den, glaube ich. Lass mich durch. Gleich hab ich dich, du Hundspott. Was? Du Hundspott? Gleich einmal. Komm. Komm, komm! Nicht mehr lange! Mann! Mann, der nimmt ihn nicht! Ich will dich nicht in den Hafen jagen! Ja. Jetzt pack ihn doch! Mann, wieso packt denn der denn nicht? Wo ist er? Scheiße, Mann, das gibt's doch nicht! Ey, wieso fangen wir? Schaffen wir den nicht zu fangen? Das gibt's doch nicht. Guck mal, der rennt genau gleich schnell wie wir. Wir können den gar nicht fangen. Bug. Das ist ein Bug. Gibt's doch nicht. Der wird auch nicht langsamer. Jetzt komm ein paar Zentimeter noch. Das gibt's doch nicht. Wieso können wir denn nicht fangen? Jetzt. Komm. Mann. Jetzt haben wir. Hey.
Auf B, Mann. Auf B muss man packen. Ich hab auf X gedrückt. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Mhm. Freimaurerfreund. Oh, Felix, guten Abend. Cool, dass du dabei bist. Wie geht's dir, Felix? Oh, ich habe gerade ein paar Nachrichten überlesen. Sorry, Leute. Legolas 100. Moin noch, kennst du mich noch? Dein Name sagt mir ein bisschen was, ja? Herzlich willkommen im Stream, Legolas. Wer bist du nochmal? Hast du mal einen anderen Namen gehabt? Guckst du die Serie Walking Dead? Nein, aber wollte ich bald mal anfangen. Wenn du mich einstellen willst, ist aber schon ein Mindestlohn. Auf jeden, 8,50. Dann B, ja. Ich habe gerade X gedrückt. Und wie markiere ich den? Ah, so ist diese Nachtsicht-Dings da. So, wir müssen wieder zurück und die Beute zurückbringen. Ja, guck, das gibt's auch so Huren, glaube ich, in dem Spiel. Ah, das Spiel ist echt geil einfach. Ich muss mal das Neue anzocken. Das habe ich ja auch, aber habe es noch gar nicht gezockt. Nur mal so ein paar Minütchen. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Afrikanischer Mindestlohn, also nix. Wir sind am Ziel. Felix kam auch schlecht. Echt, wieso? Was ist los, Felix? Bist du krank? Lass dir Zeit, ich warte hier. 8,84, ja stimmt. Erst waren es 8,50 und jetzt 8,84. Hier mitten im Kanackenland? Ich bin auch Engländer. Das ist echt rassistisch. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Legolas, stimmt. Da haben wir Little Nightmares haben wir durchgespielt. Dein Gesicht kenne ich doch. Vor zwei Wochen. Stimmt. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Jedes Game ist gut von Assassin's Creed, finde ich auch. Muss man das Neue anzocken, wie gesagt. Können wir vielleicht später auch machen, wenn ihr wollt. Hey, ich habe ihn gewarnt. Oh oh, es geht zum Kampf über. Du willst deine Abreibung? Ich gebe dir eine. Nächste. Na kommt, Leute. Ich habe Vögel mit dickeren Armen gesehen. Wieso greift der nicht an? Ey, der schlägt nicht. Der schlägt nicht zu. Ich drücke linke Maustaste, er macht nichts. Ach, das ist gerade nur so ein Tutorial oder so? Weil normal müsst ihr doch schlagen, wenn ich linke Maustaste drücke. Das macht er jetzt aber hier nur, wenn es gerade drüber steht. Ah, nur jetzt macht das komplett. Endlich. Schön kontern. Und in die Eier. Ihr lasst mich doch nicht allein. Genau. Ich hol dich ein. Ein cooler Stream. Geiles Spiel auch, war Legolas. Legolas. Oh fuck. Das sind jetzt ein bisschen viele. Werden sie rauchbomben, drücken sie F, um sie einzusetzen. Auf 5. Okay. Achso, wir müssen entkommen. Oh, oh, komm mal da hoch, bitte, bitte, bitte. Yes. Einfach mal flüchten hier. Wir müssen mal ein bisschen weiter rennen, denn die sehen uns noch, wie es aussieht. So. Ach stimmt, im letzten Stream bin ich eingepennt, so wie in jedem. Nein, ich bin nie krank, aber mir geht's schlecht. Warum sage ich das? Mann! Fuck! Ich kann grad, wir müssen weg. Ich kann gerade den Chat nicht lesen. Kann sein, dass ich was überlese, aber dann vielleicht noch mal schreiben. Wir müssen irgendwie einfach weg. Aber hier sind so viele Soldaten.
Was? Guck mal, da waren die Huren. So, ich glaube, jetzt sind wir auf... Oh, fuck, jetzt sind wir in der Sackgasse schon wieder, ey. Shit. Hier. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz nach oben irgendwie. Da kommen die nämlich, glaube ich, nicht so weit drauf. Fuck, da ist schon der nächste. Aus dem Gebiet entkommen. Ach so, hier unten auf dem Radar. Jetzt gleich sind wir draußen. Ja, rüber, rüber. So, wir sind draußen. Warum sage ich, ihr habt den Glauben an die Menschheit und heutigen Jugend verloren? Echt, ja? Ich auch oft. Aber nicht bei allen, aber bei vielen. Ich finde die Faustkämpfe besser als mit Waffen. Mit Controller kann ich nicht so richtig spielen. Obwohl die Kämpfe sind vielleicht besser mit Controller, ja, das stimmt. Muss ich mal probieren. Ach man, jetzt sind die schon wieder da. Gibt's doch nicht. Wir rennen jetzt mal ein bisschen weiter weg hier. Oder verstecken uns irgendwo in so einem Heuhaufen oder so. Eieiei, der war knapp. Wo müssen wir eigentlich hin? Komm, wir stecken uns einfach mal kurz hier und atmen mal kurz durch. Tab, um Waffenrad zu öffnen, glaube ich. Tab ist die Karte. Mittlere Maustaste auch nicht. Hm. Haben wir überhaupt schon... Wir haben noch ein Schwert gekauft. Die KI ist zwar dumm, aber nicht so dumm. Die ist dumm, aber nicht so dumm. Du solltest mal diese Tipps lesen, die direkt in der Mitte vom Bildschirm stehen. Ja, muss ich mal machen. Komm, wir gucken mal, was wir zu tun haben. Steht das nicht hier? Hier, Hauptmission. Da machen wir jetzt mal eine Markierung. Und gehen da mal hin. Wow. Das ist schon geil gemacht, wie du überall rumjumpen kannst. Halt, ich will da nicht hoch. Obwohl es doch gar nicht so schlecht. So, noch 180 Meter. So, die sind doch nicht gerade die ganze Zeit feindlich. Ich dachte, wenn die rot sind, greifen die ganze Zeit an, aber ist ja gar nicht mehr so. Die zeigt es einfach nur rot auf dem Radar an. Aber greifen uns nicht die ganze Zeit an. Das ist schon mal gut. Das Spiel sieht einfach so geil aus. Ja, finde ich auch. Ey, das Neue sieht noch viel geiler aus, oder? Das sieht so krass aus, finde ich. Könnt ihr vielleicht später mal reingucken. Also wenn ihr Lust drauf habt, würde mich nämlich mal interessieren. So. Mission starten. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, oh, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Gerade auch. Das macht fast nichts. Ne, die steht denen so nicht. Glücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Boah, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. So. Die Wachen verfolgen. Mit dem Adlerauge... Ach so, das kenne ich ja. Dann werden die so rausgefiltert, diese unsere Gegner. Yep. Ich weiß doch. Fortsetzen bitte. So, dann können wir die nämlich besser im Blick behalten. Ich nehme jetzt mal meinen Controller.
Bonnet. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Wir brauchen guten Abstand. Das ist eine beste Idee. Alter. Sonst entdecken die uns. Wenn die Symbole über ihren Köpfen voll sind, greifen sie an. Hier ist so eine alte Küste, die so geil ist. Ja, stimmt. Boah, fuck, ich hab grad nicht aufgepasst. Kurz verstecken. Und weiter geht's. Stimmt, bei den Neuen ist halt... Ist doch Paris, oder? Das neue Assassin's Creed. Ja, Senor. Er freut sich sehr, uns zu treffen. Er musste vorher noch zu einer Hinrichtung, Senor. Hey. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Geld werfen. Wenn die Glocke erklingt, können wir los. Wenn es heute... Scheiße. Fuck, Mann. Ich hätte da nicht durchrennen sollen. Ey, Mann. Du Nock, ich bin mal schlafen. Ich schaue mir den Stream morgen noch einmal an. Gute Nacht euch an. Alles klar. Dann schlaf gut. Stream ist morgen Mittag, dann morgen Nachmittag, dann öffentlich. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch seine... Der ist nämlich sofort auf YouTube. Ich muss nur auf Veröffentlichen klicken. Das mache ich dann immer so direkt, wenn ich aufstehe. Morgen Nachmittag. Wenn die Glocke erklingt, können wir los. Wenn es euch beliebt. Ich bin ja mal wieder weg, hab noch Sachen zu legen, wie eben schon gesagt. Astra Felix, du darfst den Kopf nicht hängen. Bis bald, ja? Danke fürs Zugucken. Das neueste Syndicate fand ich nicht so geil. Ja, das, genau das habe ich eben nur mal ganz kurz angeguckt. Ich hab's gar nicht groß gespielt. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Komm, wir gehen mal weiter nach oben, ey. Dann entdecken die uns nicht so einfach. Scheiße. Wir dürfen dich nicht aus den Augen verlieren. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Da kommen sie. So. Oh, jetzt rennen sie. Oh, 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 oh. Was, warum haben die es denn so eilig? Nein, 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 nicht da hochklettern. Oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir sind fast da. Wo rennen die denn hin? Hier lang! Hier lang! Hier lang! Hier lang! Ey, wo rennen die denn so weit? Wo gehen die denn hin? Ich muss die nur verfolgen, oder? Ich muss die jetzt nicht stoppen. Oder müssen wir die stoppen? Ey, ein Bug, Mann. Habt ihr gesehen? Der ist gerade stecken geblieben. Oh, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Komm, wir gehen mal kurz auf ein Haus. Ach, Mann, wieso springt der da rüber? Scheiße, ich wollte gar nicht rüberspringen, der ist rübergesprungen. Ich finde, dass bei Assassin's Creed ältere Orte besser passen als neuere. Ja, ja, stimmt, das ist mehr als Geschmackssache. Ach, können wir da rein? Ah, Mann!
das Gespräch belauschen. Nicht genug von dem Gespräch mitbekommen. Ach Mann, ey. Müssen wir in den Kreis kommen oder wie? Oder müssen wir einfach... Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Das geht, das geht, das geht. Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Komm, wir gehen mal da hoch. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch... Ach Mann, was macht er denn? Ich will keine Real, denk daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak, Rum, Zucker. Tabak und Zucker. Si, si. Wir haben guten Zucker. Voll Dealer, voll Gangster. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer... Heutzutage ist es Crack und Heroin. Und damals war es Tabak und Zucker. Engländer? Si. Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streik umzog. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nino, das weiß ich gar nicht. Ich muss mir das erstmal mal angucken, so ein bisschen. Ich finde eigentlich beides irgendwie geil. Ihr werdet sehen. Guter Gott. In der Zukunft wäre es auch mal so. Euer Captain Mendoza? Ich vorstellen. Nein, Señor. Das ist El Tiburón. Einer von Gouverneur Torres Männer. Mann. Mann. Das ist irgendwie nicht der Mann. Da, 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 da. So, da bin ich wieder. Ich muss mal kurz in mein